Wenn man hier reinkommt, kann man als allererstes schon mal hier meine kleine, liebste Bücherecke sehen. Ich habe mir ein neues Bücherregal bei IKEA gekauft. Ich habe mir allgemein so ein paar kleine neue IKEA-Gadgets geholt, weil ich bislang noch keinen Nachttisch hatte und mir auch noch nicht so ein ordentliches Bücherregal. Deswegen habe ich so ein bisschen das Zimmer, ich würde sagen, expandiert mit neuen IKEA-Möbeln. Und das hier ist eins davon. Hier haben wir einmal mein liebstes Bücherregal. Okay, hier fehlt jetzt tatsächlich ein Buch, das ist aber in meinem Nachttisch. Genau, so sieht es aus. Ich habe mir bei IKEA auch so ein bisschen Efeu geholt. Den lasse ich hier gerne so ein bisschen runterwachsen, weil ich das ganz hübsch finde. Dann habe ich hier natürlich irgendwie meine Bücher drin. Hier ganz, 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 ganz wichtig, meine Harry Potter Sammlung. Ich finde, das gehört einfach in ein Erwachsenenbücherregal, egal wie alt man ist. Dann habe ich hier einmal meine Tarotkarten. Das ist auch nur ein kleiner Ausschnitt von den Tarotkarten, die ich habe, aber das sind so die, die ich mit am meisten benutze, die ich mit am schönsten finde. Das hier ist auch einmal hier das klassische Waite Tarot, mit dem, glaube ich, sehr viele Kartenleger und Kartenlegerinnen arbeiten und ich liebe das über alles. Ich benutze es eigentlich für jede Legung. Das sind meiner Meinung nach auch die ehrlichsten Karten, die ich habe. Deswegen stehen sie hier auch ganz vorne mit drin. Hier habe ich meinen Tagebuch. Hier habe ich, ja, wie es beim Bücherregal halt so ist, so ein paar Bücher. Dann geht es hier einmal weiter mit der einzigen Lampe, die sich in diesem Raum befindet. Also neben meiner Nachttischlampe. Aber ich habe hier in diesem Raum noch kein richtiges Licht zur Verfügung. Also das ist hier ein Altbauhaus, in dem wir wohnen. Und die Elektrizität ist so ein bisschen komplex, sodass schon mehrere Elektriker sich in den Daumen gekniffen haben und gesagt haben, sorry, wir kriegen die Leitung hier irgendwie nicht verlegt und bis dato habe ich hier leider kein richtiges Zimmerlicht und deswegen habe ich hier einmal so eine kleine Stehlampe und die habe ich von meinem Freund genutzt und weil ich auch noch keinen richtigen Kleiderschrank habe und da auch noch nicht so eine richtige Lösung gefunden habe, ihr merkt schon, hier muss ich noch einiges verbessern, habe ich aber erstmal vorübergehend und übergangsweise hier meine Klamotten an die Lampe gehangen. Ich finde es jetzt nicht so schön, aber so ist es halt, ne? Manchmal muss man so ein bisschen improvisieren und so ist das hier in diesem Zimmer auch. Die Kapazitäten sind halt gerade noch nicht da und solange sie noch nicht da sind, muss hier einfach so eine kleine Zwischenlösung her, deswegen habe ich meine Klamotten hier an die Lampe gehangen. Und hier befindet sich dann schon irgendwie so meine kleine Schminkecke. Ich habe hier zwei Spiegel stehen. Oh, das Bild hängt schief. Okay. Scheiße. Ja. Okay, ich krieg's wohl nicht ganz gerade, aber das ist jetzt ein Thema für später. Das hier ist meine kleine Schminkecke, die ich so habe. Ich habe hier zwei große Spiegel stehen. Früher war in diesem Raum ein riesen fetter Spiegelschrank, der über diese ganze Wand hier entlang ging. Wir haben diesen Spiegelschrank abgebaut, beziehungsweise mein Freund hat ihn abgebaut. Und die Spiegel haben wir tatsächlich behalten, weil ich einfach auch noch keinen richtigen Ganzkörperspiegel habe. Und solange ich den auch noch nicht habe, wird ja auch übergangsweise das hier so stehen bleiben. Ich habe in die Mitte habe ich meinen Schminktisch geballert. Den habe ich jetzt auch schon relativ lange. Ich würde sagen, ungefähr seit 3 Jahren inzwischen. So sieht er ehrlich gesagt auch aus, aber bin mir nicht sicher, wie lange das hier so bleiben wird. Ich habe nämlich eigentlich vorgehabt, diese Wand hier für was ganz anderes zu nutzen. Denn ich hätte gerne A, einen richtigen Kleiderschrank, ja, also wirklich einen schönen, großen Kleiderschrank, in dem ich meine Sachen in Ruhe aufhängen kann und auch meine ganzen Sachen verstauen kann und einfach zumachen kann und dann ist es zu und clean. Genau, das ist so der Plan für hier. Plus, ich bin ein kleines Schreibtischmädchen und eigentlich wünsche ich mir hier auch so einen schönen Schreibtisch, den ich hier irgendwie so reinpacke und dann vielleicht oben drüber noch so einen kleinen Spiegel hinklebe, dass ich quasi so eine Kombination habe aus Schreibtisch und Schminktisch in einem. Plus Kleiderschrank, sodass ich alle drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen habe. Ja, aber auch das braucht natürlich ein bisschen Zeit und solange ich das noch nicht habe, ist das hier erstmal eine Zwischenlösung. Ich muss sagen, ich mag es trotzdem ganz gerne. Ich mag es auch ganz gerne, gegenüber vom Fenster Spiegel zu haben, weil das A den Raum größer macht und B, ich habe hier so ein bisschen Grün vom Fenster, das werde ich euch gleich noch ein bisschen genauer zeigen. Grüne Pflanzen vom Fenster reflektieren sich hier im Spiegel, was ich auch ganz gern mag. So kriege ich irgendwie so ein bisschen dieses Feeling von, okay, ich habe hier ein Fenster und hier ein Fenster, auch wenn das natürlich nicht wahr ist und nicht stimmt, aber fake it until you make it, ne? Dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter zu dieser Ecke.
So, hier ist so meine kleine, ich weiß noch nicht genau, wie ich sie nennen soll. Ich würde sagen, meine kleine Chill-Area. Habe leider noch keinen richtigen Büchersessel. Das ist natürlich auch wieder eine kostenspielige Frage und auch wieder eine praktische Frage. Inwieweit kriege ich hier wirklich einen schönen Sessel rein? Genau, müsste das hier dann raus oder nicht? Aber ich finde, das hier ist erstmal so eine kleine, süße Zwischenlösung. Ich habe hier noch so einen kleinen, runden Spiegel gefunden. Den fand ich eigentlich irgendwie ganz hübsch und wollte den unbedingt im Zimmer haben und deswegen habe ich ihn hier an die braune Wand gezimmert und drunter diesen dunkelgrünen Stuhl hingestellt, weil ich finde, dass sich die Farben hier schön kombinieren lassen und dass das irgendwie so ein bisschen so durch den runden Spiegel auch irgendwie nochmal so ein kleiner extra, ne, ist. Genau. Und dann habe ich mir hier so eine schöne Pflanze hingestellt. Ihr seht wahrscheinlich eh, in diesem Zimmer sind relativ viele Pflanzen. Ich finde es wichtig, dass es grün ist im Zimmer. Die Pflege, das ist natürlich ein anderes Thema, das übernimmt oft und gerne mein Freund für mich. Da bin ich auch sehr dankbar tatsächlich, weil ich da irgendwie noch nicht so einen grünen Daumen für habe. Also bislang sind wir noch nicht so wirklich Freunde geworden, Pflanzen und ich. Aber schön finde ich sie trotzdem und ich finde sie auch sehr wichtig im Raum. Deswegen habe ich hier noch so eine kleine Pflanze stehen. Hier befindet sich einmal mein Kleiderschrank. Ich zeige euch den Bums hier mal nicht. Das wäre dann nämlich ein anderes Video und zwar Kleiderschrank ausmisten. Aber das hier ist mein vorübergehender Kleiderschrank. Hier habe ich so ein bisschen meinen Räucherstäbchenhalter stehen, eine kleine Duftkerze. Und genau, dann geht es hier weiter zu meinem Fernseher. Diesen Fernseher habe ich jetzt auch wirklich schon seit Urzeiten. Ja, seit über 10 Jahren wahrscheinlich. Ehrlich gesagt, so funktioniert er auch. Bisschen ein Krampf manchmal, mir irgendwie eine Serie anzugucken oder ein YouTube-Video zu starten oder so. Das dauert ein bisschen. Die Fernbedienung ist auch schon ein bisschen veraltet. Das heißt, ne, entweder ich habe Geduld und ich kann was angucken oder ich habe keine Geduld und ich lasse es sein. Das kann natürlich auch vorkommen, aber grundsätzlich mache ich den trotzdem ganz gerne und solange ich auch keinen neuen Fernseher habe, wird er auch nicht wegkommen, denn ich gucke mir hier meistens, also Serien, das bin ich ganz ehrlich mit euch, ist ein bisschen zu anstrengend, mir das hier auf diesem Fernseher anzugucken. Wie gesagt, weil er oft mal hängt und hakt und so. Aber was ich hier ganz gerne mache und das auch wirklich täglich, ist mir so ein knisterndes Lagerfeuer hier anzumachen, um so ein bisschen Kaminstimmung hier reinzubringen. Dann habe ich hier noch so ein bisschen Deko-Krims. Zeige ich das mal. Das mache ich auch ganz gerne. Das mache ich mir auch abends sehr gerne hier an. Also ihr seht schon, ich mag Kerzen, Räucherstäbchen, so ein bisschen Lichtquellen. Ich mag es einfach, wenn es gemütlich ist und wenn man sich hier schön zurückziehen kann und auch die großen Lichter ausschalten kann und das Ganze so ein bisschen cosier und gemütlicher zu machen mit so wärmeren und nicht so penetranten Lichtquellen. Genau, hier habe ich jetzt eine kleine Mode, so einen kleinen Fernseher. Schrank. Ja, hier ist dann auch schon mein zweiter Kleiderschrank. Das ist ein Schrank mit Schubfächern. Ich habe hier oben habe ich meine Bettwäsche drin, also mein Überzug und mein Spannbettlaken. Hier, wie gesagt, aufgeräumt, aber vorhanden. Mein Schlafanzug und so. Und hier unten ist dann schon Unterwäsche, BH, Socken, so ein Kram. Das hier, ich sage immer so ein bisschen meine kleine Wohnwand dazu. Natürlich ist das keine richtige Wohnwand, aber für mich ist es trotzdem irgendwie eine kleine Wohnwand. Ich liebe das hier trotzdem sehr. Ich finde das hier sehr hübsch. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine gute alternative Lösung. Ich fühle mich wohl damit. Gerade wenn es irgendwie dunkel ist und die ganzen Kerzen hier an sind, hat es auch nochmal so einen kleinen Charme. Und ich finde, das sieht trotzdem irgendwie sauber aus, aufgeräumt aus und irgendwie richtig hingestellt aus. Das hat man ja auch nicht so häufig. Und deswegen mag ich auch die Wohnwand sehr, weil ich finde, dass die auch sehr ein bisschen, ja, konzeptreicher wirkt. Genau, und dann kommen wir hier schon zu diesem Part, den ich tatsächlich sehr gerne mag. Hier befindet sich nämlich mein wunderschönes Fenster. Ich bin ein absolutes Fensterkind. Vor allem liebe ich es, wenn grün vom Fenster ist. Und das haben wir hier, Gott sei Dank. Ich mag das total, hier im Bett zu sitzen und rauszugucken und grün vom Fenster zu haben. Und vor allem, wenn es regnet, mag ich das ganz gerne, das zu beobachten, wie der Regen die Blätter tropft, wieder abtropft. Ja, das sind so Dinge, die mich irgendwie wahnsinnig glücklich machen und die mir auch so das Gefühl von Zuhause geben und von Sicherheit und Schutz. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch für euch klingen, aber für mich ist das so. Hier habe ich meinen kleinen Buddha. Hier habe ich so eine kleine Vase mit einer ausgetrockneten Hortensien. Aber ich bin noch nicht bereit, sie wegzuschmeißen, solange ich keine neue habe. Hier habe ich meine Kerze. Hier habe ich auch wieder einen Räucherstäbchenhalter. Ich mag das nämlich auch sehr gerne, das Fenster zu öffnen und ein Räucherstäbchen direkt am Fensterbrett zu haben. Ich mag die Kombination wahnsinnig gerne aus frischer Luft und Räucherstäbchenduft. Das macht mich irgendwie irre glücklich. Und deswegen muss auf meinem Fensterbrett immer ein Räucherstäbchen
sein oder ein Räucherstäbchenhalter stehen. Dann geht's hier weiter mit etwas ganz Neuem, das ich für dieses Zimmer erworben habe, und zwar mein Regal. Auch hier vielen Dank an meinen Freund, der dieses Regal mit ganz viel Ach und Krach und ganz viel Schweiß und Tränen und Blut aufgebaut hat. Hier steht auch so ein kleiner Bonsai. Bis jetzt geht's ihm noch sehr gut. Ja, das ist übrigens Balthasar. Dann habe ich hier wieder eine Kerze und ein Kristall an Rosenquarz stehen, um so ein bisschen, ihr merkt schon, so ein bisschen ein esoterisches Zimmer. Aber so ist es halt, ne? Genau, und dann haben wir hier schon mein wunderschönes Bett, / Couch. Ich habe mein Bett ganz bewusst hier hingestellt, auch mit dem Bettkopf, gegen die Zimmertür. Ja, das widerspricht natürlich den Feng Shui-Grundlagen und das kann einem auch ein komisches Gefühl geben. Das kann ich total nachvollziehen und verstehe das zu 100%. Aber ich habe das ganz bewusst so gemacht, weil ich das unfassbar gerne mag, mein Bett doppelfunktional zu benutzen. Ich habe hier einmal ein Bett und gleichzeitig eine Couch, weil dadurch, dass das Bett hier so an der Wand steht und ich hier auch jetzt mein neues Regal habe und eine schöne Ablage habe, richte ich mein Bett gerne so her, dass ich hier nur so ein bisschen auspolster, meine Kissen hier hinklebe, und dann habe ich nicht nur ein Bett zum Schlafen, sondern tagsüber sitze ich hier dann gerne, habe direkt von mir hier irgendwie so meinen Fernseher und meine kleine Wohnwand, kann hier rausgucken, kann hier was abstellen, kann hier was abstellen und habe eine Couch, obwohl ich keine Couch habe. Wenn ich dann schlafen gehe, dann packe ich die ganzen Kissen weg und in meine Bettdecke, meine Kopfkissen, die sind hinter den Kissen versteckt. Meine Bettdecke habe ich hier unten einmal bei dem Regal auch versteckt. Und ja, dann lege ich mir das so hin und lege mich ins Bett und habe wieder ein Bett. Also ihr merkt schon, ich mag das wahnsinnig gerne, Dinge doppelfunktional zu benutzen. Und das hier liebe ich auch wirklich sehr, eine Couch zu haben, aber gleichzeitig auch irgendwie ein Bett zu haben und mir so Platz zu sparen und Geld zu sparen. Ich sitze hier tagsüber, wie gesagt, ganz oft hier, kann meinen Kaffee trinken, kann mir irgendwie mein Lagerfeuer angucken, ein Buch lesen. Abends funktioniert mir das wieder das Bett um. Hier hätte ich gerne auch mal zukünftig ein kleines Bild hängen. Das fehlt hier, finde ich. Hier könnte man auch was hinhängen. Ich mag es allerdings auch ganz gerne, wenn es so clean ist und so weiß. Das finde ich auch ganz schön. Dann habe ich mir hier einen kleinen neuen Nachttisch gekauft, auch von IKEA. Den mag ich auch ganz gerne. Dann meine Nachttischlampe, die ich jetzt auch irgendwie schon sehr viele Jahre besitze, also auch schon mindestens 10 Jahre. Bin auch sehr happy über meinen neuen Nachttisch, denn vorher hatte ich keinen wirklichen Nachttisch. Als Nachttisch habe ich meinen alten Wäschekorb hergenommen. Es war ein bisschen anstrengend, weil ich dadurch irgendwie auch keinen richtigen Wäschekorb mehr hatte und ich immer dann alles vom Nachttisch runterhebeln musste, um meine Wäsche da rein zu machen. Und irgendwann habe ich meine Wäsche auch gar nicht mehr da rein gemacht und dann ist so ein kleines Chaos entstanden. Deswegen bin ich sehr happy über meinen Nachttisch mit Schubladen, auch von IKEA. Ich glaube, der hat 30 Euro gekostet. Ich finde, das ist wirklich ein voll okayer Preis für das, was ich jetzt habe. Und ich muss auch sagen, ich glaube, das hier ist so meine Lieblingsecke hier in diesem Raum. Also gerade hier die Kombination aus Couch, Bett und Wohnwand und so. Und natürlich auch irgendwie diese Abtrennung hier, das lässt mich auch so ein bisschen erwachsener wirken, finde ich. Und das fühlt sich ganz gut an. Ja, und dann werden wir hier schon im nächsten Raum angekommen oder in der nächsten kleinen Ecke angekommen. Hier steht auch so ein klassisches IKEA-Ding, aber in Braun und ich glaube nicht von IKEA, wenn ich ehrlich bin. Dieses Stück gehört auch meinem Freund, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Woher das ist und was genau das ist, aber es ist für mich auf jeden Fall so ein kleiner Raumteiler, den ich hier habe. Genau, dieses Regal trennt hier einmal mein Bett und hier diese Area so ein bisschen ab. Da habe ich auch so ein paar Pflanzen stehen. Hier habe ich, ja, wieder eine Pflanze. Das ist auch so ein bisschen so eine Ablagefläche für meinen Krimskrams, den ich so habe. Also steht so ein bisschen mein Schmuckhalter, dann meine Kamera, irgendwie auch so ein kleines Gefäß, wo mein Make-up noch zusätzlich drin ist, meine Taschen. Ja, ganz wichtig. Mein Zauberstab ist hier drin, den ich geschenkt bekommen habe zum Geburtstag. Ja, finden manche jetzt vielleicht toll. Ich finde es super. Dann meine Räucherstäbchen sind hier drin. Ja, das ist halt einfach so eine kleine Ablagefläche, ne? Für Zeugs, was ich irgendwie anderweitig nicht unterbekomme. Oder für Dinge, die ich auch gerne irgendwie so ein bisschen zur Schau stellen möchte. Ein kleines Dekorationsregal, würde ich sagen. Mit dem Nebeneffekt, dass es den Raum einfach ein bisschen teilt. Und das Bett und die Couch hier noch so ein bisschen mehr abrundet. Dieses System, das ich hier aufgebaut habe. Und dann haben wir hier schon mein wundervolles Klavier. Hier ist ein E-Piano, das habe ich vor 3-4 Jahren oder so zu Weihnachten geschenkt bekommen und ich liebe das über alles. Ich habe das jetzt auch anders hingestellt, also ich hätte das früher, glaube ich,
dort drüben, wo mein Bücherregal jetzt steht. Ich habe aber festgestellt, dass ich da nie Klavier gespielt habe. Und ich muss zugeben, ich habe bis jetzt auch noch nicht Klavier gespielt, aber das sind auch irgendwie so zeitfaktorische Gründe, die da irgendwie so mit reinspielen. Ich finde den Platz hier nicht perfekt, aber trotzdem auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Hier habe ich ein wunderschönes Bild von Gustav Klimt. Glitzert, es ist Gold. Bin mir bislang aber noch nicht so sicher, wo ich dieses Bild aufhänge. Wenn ihr also eine Idee habt, könnt ihr mir das auch gerne mal irgendwie sagen, weil ich bin ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht genau, wohin damit und wo es irgendwie am besten zur Geltung kommen würde und könnte. Hier ist mein E-Piano, hier ist meine Gitarre. Das ist hier so meine kleine kreative Ecke, würde ich sagen. So auf jeden Fall der Plan. Jetzt auf mein Mikrofon zu sprechen oder zu singen, je nachdem. Ihr seht, es ist nicht perfekt, aber ich fühle mich trotzdem sehr wohl in diesem Zimmer. Bin auch sehr dankbar für das, was ich bis jetzt irgendwie hier geschafft habe und aufgebaut habe. Für die Möbel, die so Stück für Stück dazukommen. Das ist mein Zimmer. Ja, das war meine kleine Roomtour für euch. Fragt mich bitte nicht nach der Quadratmeteranzahl. Ich kann es euch überhaupt nicht sagen. Ich kann sie nur einschätzen. Vielleicht, ja, so 20 Quadratmeter oder so, würde ich jetzt mal grob schätzen. Ja, klein, aber fein. That's it. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten hat mir das sehr viel Spaß gemacht, diese kleine Roomtour für euch abzudrehen. Ich habe irgendwie, ja, cool. Cool, dass ihr das gemacht habt. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. See you later, Alligator. Tschüssi.